jetzt tu doch nicht so, Paddle. Du freust dich kein Stück über deinen G-Gips. Tu ich wohl. Glaub ihm kein Wort. Es hat ihm tierisch Spaß gemacht, sich von dir bedienen zu lassen. Okay. Hast mich durchschaut? Hm? Hast du gehört, Kathi? Der nutzt mich nur aus. Tja, das kommt davon, wenn man sich jemanden aussucht, der kein Zimmermädchen hat. Ach, was seid ihr wieder alle nett zu mir? Ja, bei mir, da hättest du es viel besser, Jackie. Na, das glaube ich kaum. Du suchst doch auch bloß eine, die dir deine Tankstellenklamotten wäscht. Oh Mann, erinnere mich bloß nicht daran. Ist nicht mal das Wahre an der Tankstelle? Nee, überhaupt nicht. Hier kann man die Kunden auch mit Sprit beliefern. Mache ich auch bald wieder. Aber in der Tanke, da muss ich trotzdem weiter jobben. Ich brauche das Geld dringend. Ja, zwei Jobs. Übernimm dich nicht. Mein Chef da, der tyrannisiert mich dermaßen seit meiner Kamikaze-Kündigung. Ich kann es mir nicht mal leisten, 10 Minuten zu spät zu kommen. Ja, da macht die Arbeit ja so richtig Spaß. Ich brauche das Geld aber. Ich habe zu Hause x unbezahlte Rechnungen liegen und... Frag doch mal die Schneider, ob sie dir eine Gehaltserhöhung gibt. Ach, keine Chance. Seit ich aus Solidarität zu euch meinen Spontanurlaub genommen habe, kann ich von der keine Hilfe mehr erwarten. Stimmt, das habe ich total vergessen. Naja. Ich hau dann mal ab. Morgen früh um 7 ist wieder Öl wechseln und Autoschrauben angesagt. Viel Spaß. Tschüss. 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 Was soll das werden? Das ist die Aktion Patricks Gips soll schöner. Mhm. Welches Motiv hättest du denn gern? Wie wär's denn mit einem Clown? Den macht ihr höchstens aus mir. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Nein, ihr könnt euer künstlerisches Talent woanders ausprobieren, aber nicht auf meinem Gips. Ah. Jetzt mal zu was anderem. Wollen wir Heino nicht helfen, einen Zweitjob zu finden? Ja, die Heino steht nicht auf Jobsuche hinter seinem Rücken. Das müsste dir doch klar sein. Ich bin doch nicht bescheuert, Patrick. Aber er tut mir halt trotzdem leid. Ach, Heinos Chef wird sich schon wieder einkriegen. Von wegen. Der Typ ist sowas von Horror. Kann sich seine Vorgesetzten eben nicht aussuchen. Ich würde niemals für so jemanden arbeiten. Das musst du ja auch nie. Das geht's nicht. Soll es auch? Hm? Ich sehe schon. Euch scheint Heiner wohl ziemlich egal zu sein. Nein, Kathi, ist er uns nicht. Aber siehst du mal realistisch, er hat keine Ausbildung, er hat kein Studium, dann muss er eben solche Jobs machen. Ich sehe schon, es hat wohl keinen Zweck, mit euch darüber zu sprechen. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Was regt sie sich denn gleich so auf? Ach, so ist sie immer, wenn sie verliebt ist. Sie weiß es nur noch nicht. Na? Du brauchst wohl dringend eine Grippe wegen anstehenden Klausuren. Eben schien noch die Sonne. Ja, auf der Sonnenbank vielleicht. Anstatt hier blöde Sprüche zu kloppen, solltest du mir lieber helfen. Ich krieg nämlich das Verdeck nicht mehr zu. Ich könnte jetzt ja was über Frauen und Autos sagen, aber ich spaß mir. Was ist kaputt? Ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie ging's auf einmal nicht mehr. Ich sehe mir das mal an. Was gibt's denn hier schon wieder? Das Verdeck der Dame ist im Eimer. Ja, dann soll sie den Wagen in die Werkstatt bringen. Wir haben genug anderes zu tun. Das ist doch schnell gemacht. Es wäre wirklich nett, wenn Sie mir helfen. Na schön. Aber das muss ruckzuck gehen. Ja, ja, ich beeil mich. Ist ja wirklich ein Ekel. Man kann sich seinen Chef eben nicht immer aussuchen. Mach mal die Zündung an und dann drück auf das Knöpfchen. Nee, daran liegt's auch nicht. Tja, soll ich den Wagen vielleicht doch lieber in eine Werkstatt fahren? Nee, nee, lass mal. Ich mach das bis mittags fertig und dann kannst du ihn an der Schule wieder abholen. Und dein Chef? Ach, der beruhigt sich wieder. Gut, dann rufe ich mir ein Taxi. Verdammt, ich hab's geahnt. Herr Böblinger? Ich müsste einen neuen Schalter für das defekte Cabrio besorgen. 5724, bitte. Stimmt so, ich nehme dann noch eine Zeitung. In Ordnung. Mach das nach Feierabend. Die Kundin will den Wagen aber schon heute Mittag wieder abholen. Du kannst mich doch hier in der Stoßzeit nicht alleine lassen. Aber schon gar nicht wegen irgendwelchen Reparaturen, die wir gar nicht übernehmen. Herr Böbling. Das Blondchen soll den Wagen in eine Fachwerkstatt bringen. Sag ihr das. Das kann ich nicht machen. Sie verlässt sich drauf. Willst ihr wohl imponieren, was? Ach, das hat damit nichts zu tun. Aber es wäre doch unprofessionell, ihr zuzusagen und die Kundin dann hängen zu lassen. Na schön. Aber du bist ruckzuck zurück, kapiert? Klar. Ach, da wäre noch was. Hä? Darf ich den Tankstellenwagen ausleihen? Ich will doch keine Autovermietung. Ich tank den Wagen auf meine Kosten wieder auf. Ist das ein Vorschlag? Na schön. Danke. Ach, ich bin viel zu nett.
der Wagen fertig? Nein, das sehen Sie doch. Sind Sie zu all Ihren Kunden so freundlich? Jetzt hören Sie mir mal zu. Mit Ihrer Mini-Reparatur verdiene ich kein bisschen. Dafür bringen Sie mit Ihrem Wagen unseren ganzen Arbeitsablauf durcheinander. Wieso das denn? Heino ist von der Ewigkeit hier weggefahren, um irgendein Teil zu besorgen. Und ich kann den ganzen Laden hier alleine schmeißen. Hören Sie, es tut mir wirklich leid, wenn Sie meinetwegen Umstände hatten. Ich zahle Ihnen auch gerne einen Aufpreis. Ja, den hätte ich Ihnen sowieso berechnet. Wenn Heino nicht in 5 Minuten zurück ist, schmeiße ich ihn endgültig raus. Das war nicht meine Schuld. Natürlich nicht. Zuerst hat ein Lastwagen die Straße blockiert und dann habe ich die ganze Zeit im Stau gestanden. Das können Sie mir glauben. 20 Minuten lang habe ich diesen blöden Lastwagen... Halt die Luft an, Heino. Das ist mir völlig egal. Dein Job hat jemand anderes übernommen. Was? Sie können mich doch nicht feuern, nur weil ich im Stau stand. Wenn du wüsstest, was ich alles kann. Darf ich dir deinen Ersatz vorstellen? Kathi?